Ein Nachtclub in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota. Das hier ist kein Drogenlabor, sondern ein Sicherheitscheck. PartygängerInnen können ihre Drogen untersuchen lassen, um zu sehen, ob diese mit gefährlichen Substanzen gestreckt wurden. Wir analysieren nicht nur, ob die Probe schädliche Substanzen enthält, sondern untersuchen sie auch auf weitere Informationen. Denn wenn sie schädliche Substanzen enthält und die betreffende Person sie trotzdem nimmt, bringt das nichts. Deswegen muss man auch wissen, welche Dosis man nehmen kann, wie die Konsumgewohnheiten sind. Kolumbianische Drogengangs haben in den vergangenen Jahren auch immer mehr den heimischen Markt im Blick. Viele strecken ihre Produkte aber, um die Gewinne zu erhöhen. Weil es immer mehr Opfer gab, wurde die Testinitiative Echele Cabeza ins Leben gerufen. Ich finde es gut, dass es das gibt. Man kann seine Drogen so sicherer konsumieren und das hilft auch dabei, das Thema Party und Drogen zu enttabuisieren. Er habe einmal Drogen überprüfen lassen, die ihm als MDMA verkauft wurden, in Wirklichkeit aber Methamphetamine waren, so dieser Partygänger. Er habe sich das schon gedacht, weil er zwei Nächte lang nicht geschlafen und Wahnvorstellungen gehabt habe. Und so etwas werde nicht durch reines MDMA verursacht. Echele Cabeza führt in Bogota pro Monat etwa 250 Tests durch. Expertinnen warnen jedoch, dass gepanschte Drogen chemische Substanzen wie Putzmittel oder Pestizide enthalten können, die durch die Tests nicht entdeckt werden.